Jüh, da wären wir wieder. Und ich ändere mal die Zauber um. Weil es sind mir viel zu wenig Ladungen. Und der Feuerball ist nicht so schnell wie der normale Spruch. Wie der hier. Also das ist echt... Also der Feuerball ist ein Mittelding zwischen dem Soul Arrow und dem Great Soul Arrow. So ungefähr. Vielleicht so gut wie der da. Oh, warte mal. Vielleicht ist er sogar genauso gut wie der da. Weil der Heavy Soul Arrow macht mehr Schaden als der Soul Arrow. Müsste also so auf demselben Level sein wie der Feuerball. Braucht dafür aber auch einen Ticken länger zu zaubern. Unterschied ist allerdings, dass das Ding 22 Ladungen hat und ein Feuerball nur 18. Das ist schon so ein bisschen ärgerlich. Den Fire Orb hatten wir noch gar nicht getestet, ne? Das sollten wir mal nachholen. Und was? Stopp, 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 stopp. Was bist du da? Chamäleon. Man kann mit der Umgebung verschmelzen. 12 Mal. Aber dafür will ich keinen Slot verbrauchen. Nee, 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 nee. Aber ich nehme dich mal weg und probiere den Giftmist dann auch noch aus. So, also. Erster Test, Feuerorb. Am besten an einem Gegner, der schwer ist wie so ein Viech hier. Also, Hand. So. Ja, ist stärker als unser stärkster Seelenpfeil. Aber wir haben nur 4 Ladungen davon. Im Gegensatz zu unserem schweren Seelenpfeil, der... Wie viel hast du? Rested Bonfire? Ne, 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 ne. Der schwere... Der große, schwere Seelenpfeil. Der hat 11 Ladungen. Und macht nur minimal weniger als der große Feuerball da. Wobei wir haben 5 gebraucht bei dem, ne? Ich glaube 5 große Pfeile. Testen. Alles einfach testen. So, du bist jetzt unser schwerstes Geschütz, was wir haben, also nicht Pyromant. 1, 2, 3. Ne, geht auch. Und davon haben wir 3-mal so viel wie die Pyromant-Version. Ja, also für mich hat es den Anschein, Pyromantie hat sehr viel Potenzial. Muss erstmal eine bessere Hand haben. Und dann werden die auch später besser. Das heißt, wir werden jetzt wieder umsteigen auf regulär. Kleinpfeil. Kleinpfeil. Großpfeil. Großpfeil. Größter Pfeil. Und bam. So. Aber später, wenn wir mehr Fire Seeds gefunden haben, dann experimentieren wir nochmal rum. Weil ich denke, im High-End-Bereich wird Pyromantie besser sein als die normale Magie. Und es hat einen größeren Wumms-Faktor eventuell. Also man hat dann zwar nicht so viele Aufladungen, aber man macht mit den wenigen Aufladungen, die man hat, kurzfristig mehr Schaden. Also sozusagen Burst. Man wird dann eine Burst-Klasse, wenn man das aus anderen Online-Spielen so kennt, um halt möglichst schnell möglichst viel Schaden zu machen und nicht langfristig viel Schaden zu machen. Das könnte im PvP recht interessant werden. Ah ja, jetzt erstmal damit weiter. Weiter wäre jetzt nicht dahin, sondern hier Richtung großes, mühlenartiges Ding. Aber ich denke, wir sollten erstmal noch ein paar lose Enden aufknüpfen. Zing, Travel, wir würden gerne zurück zu den Shaded Ruins. Das wäre hier. Da haben wir nämlich noch einen versteinerten Löwenmann. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon 2 Branch of Yore. Also wir könnten schon 2 Sachen entsteinern. Genau, der da hinten. Dun, 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 dun. Springen, springen. Geronimo. Sehr gut. So, dich entsteinern wir mal. Und du wirst uns bestimmt gleich wieder angreifen. Deswegen mache ich gleich schon mal dich. Wenn du eine falsche Bewegung machst, hau dich um. Oder ich mache minimalen Schaden. Muss 3-mal zu dir hinlaufen. Warum schießen nicht alle? Na komm. Hau. Oh, stimmt. Das ist ein Faktor, den ich in meinen Überlegungen eben gerade gar nicht mit einberechnet habe. Die Resistenzen. Weil die Viecher hier scheinen zwar gegen Magie sehr resistent zu sein. Meh, meh. Gegen Magie sehr resistent zu sein. Aber was ist mit Feuer? Wie resistent wären sie gegen Feuer?
heißt genau... Oh, verflucht Ding. Ruhen. Nicht runterrollen. Das heißt, wenn wir auf Gegner treffen, die wirklich so hohe Resistenzen haben, dann könnten wir kurzfristig auf Pyromantie umschalten. Fanky. Der ist doch bestimmt für da unten. Das heißt... Hier, wo ich weiß, dass die Gegner eventuell andere Resistenzen haben, bastle ich das nochmal um. Zu dem da, dem da. Und... Ja, komm, so. Haben wir jetzt einen interessanten Mischmasch aus verschiedenen Sachen. Einfach nur, um zu gucken, ob das mit den Resistenzen wirklich so ist, wie ich denke, dass es ist. Weil Pyromantie wird Feuerschaden machen. Und das andere wird magischen Schaden machen. Und die werden, also die Gegner werden unterschiedliche Resistenzen haben. Ich denke nicht, dass sie gleichmäßig viel Feuer und Magieschutz haben. So, wo war jetzt die Runterfallgeschichte? Die war hier, ne? Oh, hallo du. Nö. Nee, die Überlegung war doof. Die haben genau gleich Resistenzen. Ich treffe auch nur einen damit. Ja, nee. Das bringt so schon mal nichts. Jetzt muss ich mich mit komischen Zaubern hier durchkämpfen. Nee, lass mal. Geh weg. Geh weg, ich will andere Zauber haben. Schade. Weil das hätte sogar richtig Sinn gemacht mit dem Feuerzauber. Es sind ja haarige Tiermenschen. Die dürften nicht so hohe Feuerresistenz haben. So vom RP her gesehen, ne? Aber okay. Du weg, du weg, du groß, du groß. Ich glaube, ich teste mal was. Das da. Und da will ich testen, ob das nur für PvP gilt oder ob die Gegner dann auch von mir ablassen. Sonst könnte ich mit dem Ding einfach irgendwo hinlaufen. Achso, und Hand weg. Ich könnte damit irgendwo hinlaufen, durch ganz viele Monsterhorden durch, versteckt mich hinter der Ecke, macht den Zauber und verliere die Akro. Das wäre ideal. Zum Beispiel hier. Ich will hier runter. Zack. Dann nehme ich ein bisschen Abstand. Und tarn mich hinter so einem Ding. Swoosh. Und hoffentlich greift mich gleich keiner an. Sieht so aus, als wenn sie mich gleich angreifen. Und sie greift mich an. Okay, also es funktioniert nicht. Oh. Es funktioniert nicht bei NPCs. Es ist wirklich nur für Spieler. Und den Spielern wird auffallen, wenn plötzlich mitten im Weg eine Säule steht, die sie auch nicht anrollen können. Ein wenig ärgerlich. Ein Lifegem bitte. Haben wir noch irgendwo Augenviecher? Oder können wir irgendwas entsteinern? Ne, schade. Okay, jetzt Tür. Dahinter sollte ein Verbündeter sein. Oh, dich kennen wir. Ihr habt euch früher mit euren Hüften um mein Gesicht geklammert und mit der denn auf dem Kopf rumgepickt. Das war nicht schön. Estus Flask, schade. Das ist schon mal gut. Thank you for helping me. Bitte, bitte, bloß nicht picken. Ornifex. I owe you some form of thanks. But have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Just down the way. Also irgendwo da runter lang. Das ist sehr genau. Thank you, kind. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. Thank you. I... Ja, okay, also wir müssen jetzt ihr Zuhause finden. Händler. Okay. Endsteiner können wir dich nicht. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt von hier aus den regulären Weg weitergehen, den wir schon mal gegangen sind. Und da werden wir dann irgendwo auf sie treffen. Freu dich. Was jetzt nicht so wirklich toll ist, denn durch das Löwenmenschgebiet hier sich durchzukämpfen, ist ein wenig nervig, genau. Wenn ich mir das gemerkt hätte, wann welches Gebiet kommt, wäre es praktisch gewesen.
Okay, ich versuche einfach mal durchzulaufen. Sie sind ja ein bisschen träge. Das sollte eigentlich passen. Wir laufen jetzt an dem vorbei. Gehen hier hoch. Gehen da durch. Und dann kamen wir, glaube ich, zu der Skorpionfrau, oder? Ja. Da ging es nicht weiter. Doch, ging es weiter. Okay. Hab nichts gesagt. Ist alles gut. Das Ding da oben irritiert mich immer noch, wenn man da nicht ordentlich raufkommt. Oder ich zumindest nicht. Dim, 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 dim. Also ich hoffe mal nicht, dass ihr Haus hier irgendwo in den Seitenwänden versteckt ist. Das wäre gemein. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass irgendwo bestimmt da ein Geheimgang ist. Aber das zu suchen ist mir ein wenig zu umständlich. So, hier kommt das Zwergengebiet. Oh. Okay. Oh. Das war sehr knapp. So, das heißt, durch das Zwergengebiet durch. Das können wir auch kurz machen, das ist nicht lang. Durch das Zwergengebiet durch. Dahinter kamen die Priester, oder? Also diese drei priesterartig aussehenden Typen. Mit den Krabbelzombies auf dem Boden. Na komm. Da wollten wir uns eh nochmal umgucken. Also ich sehe das jetzt einfach als gute Gelegenheit, nochmal bekannte Wege abzugehen, um zu schauen, ob wir irgendwo was übersehen haben. Das wollten wir eh regelmäßig machen. Und ich habe das Rattending an, aber ich bin nicht menschlich, ist okay. Also unten ist diese Arena. Und am Ende der Arena war oben... Oh, hallo Ildi. Kurz noch zu Ende sprechen. Oh, Blut. Läuft schon. Am Ende der Arena war oben noch eine Nebelwand. Die sollten wir uns bei Zeiten angucken, aber die können wir erst öffnen, wenn wir genug Pharaoh's Lockstones haben. So, Real Deal. Make deal with Gavlam. Ja, wir würden gerne verkaufen. Und zwar schwere Rüstung wahrscheinlich. Hollow Soldier. Hollow Infanterie. Die bringt zwar jetzt nicht so viel. Aber wenigstens können wir unser Inventar so ein bisschen aussortieren. Infanteriehelm, jo. Rogue Armor, jo. Doppelte Sachen können immer weg. Die Gorm-Sachen wiegen viel zu viel, die werden alle verkauft. Old Ironclad Armor wird verkauft. Selbst wenn es davon irgendeine magische Supervariante gibt, das bringt uns nichts, wenn wir mit einer schweren Plattenrüstung rumlaufen. Das heißt, wir müssen eigentlich auch diese Dranglake-Sachen hier alle loswerden. Ja, auch wenn es weh tut. La, 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 la. Du bist auch schwer. So. Gürm-Zeug kann auch weg. Gürm-Armor kann auch weg. Das Ding nicht, nein. Royal Swordsman-Armor. Ja, weg. Weg, weg. Knight Armor weg, Knight Gauntlets weg, Knight Leggings weg. Ist schon mal ein Anfang. So, hier oben bei den Waffen bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Schilde. Es wird zwar mehrfach gesagt, komm, benutzt doch mal ein Schild in der linken Hand. Das hat nur Vorteile und so, aber ich weiß nicht. 6-0 ist zu wenig. So, alle weg. Okay. Ein bisschen aufgeräumt, nicht viel, es geht mehr, aber ein bisschen. Hast du irgendwas Neues? Ring, Giftpfeile, Giftzeug. Bau davon, kauf davon nochmal bitte 5. Wir waren vor kurzem schon mal in der Verlegenheit, nicht genug davon zu haben. Gavlan will. Gavlan wants what with Gavlan. Er sagt immer das Gleiche. Schade. Der sollte mal irgendwann in die Stadt kommen, das wäre echt praktisch. Wobei, haben wir da irgendwo eine Taverne? Ich denke nicht, ne? Ja, okay.